Darum soll es heute gehen, um, na, Basaltgesteinsmehl, genau. Basaltgesteinsmehl, was wir im 220-Liter-Fässer auch abfüllen, damit wir das hier selber auf dem Hof haben, was wir für unsere Triaterra-Streu verwenden, was wir hier in so einem Futtermischwagen zweimal im Monat mischen und was wir kriegen in einem Silo-LKW, der das dann in unser Silo reinpumpt. Das ist ein ganz feiner Staub, der in Absauganlagen, in Steinbrüchen, Steinbrüche normalerweise für Straßenbau und Bahn und so, für Baumaterial, also für Schuttgut. Und da fällt eben beim Steinbrechen Staub an. Und dieser Staub wird in Absauganlagen abgesaugt. 0 bis 0,1 mm oder 0,09 mm. Also staubfein kann man wegblasen. Und das kann man nicht in normalen LKW transportieren. Da braucht man so einen teuren Silo-LKW. Und das wird auch einfach im Schlauch rausgepumpt. Das fließt auseinander wie Wasser. Da braucht man wirklich ein Silo, wenn man das lagern will. Oder man pumpt es direkt in eine Gülle. Es gibt auch Silo-Schläuche. Oder ich habe schon Leute gehört, die einen Pool hatten und dann einfach eine Folie rüber gemacht haben und das da reingepumpt haben. Wir haben so ein Standsilo und von da füllen wir das dann in Fässer bzw. in Tüten und Eimer. Ja. Und warum Basaltgesteinsmehl so interessant ist, was das ausmacht, darum soll es jetzt gehen. Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute ein Thema, ja, ein Terra Preta Produkt, nämlich Basaltgesteinsmehl. Wir haben es ja draußen schon mal gesehen. Und Basaltgesteinsmehl hat ganz viele interessante Eigenschaften. Ich habe schon erzählt, wir kriegen das hier im LKW. Es wird in Steinbrüchen, fällt das als ja, Staub an, der abgesaugt wird von Absauganlagen. Und wenn Sie irgendwo also bei sich in der Gegend vielleicht einen Basaltsteinbruch haben, dann können Sie sich das durchaus auch selber besorgen. Ansonsten... ja, wir bieten das an im 6 Kilo Eimer und das Zeug ist richtig schwer. Wir haben ja diese Eimer, da passen normalerweise 2 Kilo Kieselalgenpulver rein oder eben 4 Kilo Zeolit, aber da passen 6 Kilo Basaltgesteinsmehl rein. Hier schauen Sie mal, so sieht das aus. 6 Kilo Basaltgesteinsmehl für 8 Euro oder 12 Kilo Basaltgesteinsmehl, hier ist das Etikett. Oder 12 Kilo Basaltgesteinsmehl für 12 Euro, wenn Sie da über 40 Euro bestellen. Aber das ist auch inklusive Versand, trotz der schweren Produktes. Also 12 Kilo, 12 Euro für 1 Euro das Kilo, kriegen Sie das nach Hause. Ja. Und das hat so eine Korngröße von 0 bis 0,9 mm und hat überwiegend diesen Schluffanteil. Haben Sie vielleicht auch damals noch im Unterricht gelernt, beziehungsweise dann ich jedenfalls an der Universität in Bodenkunde und so. Ton, Schluff, Sand. Und die fruchtbarsten Böden sind die mit dem hohen Schluffanteil. Das ist so eine Korngröße zwischen Ton, der ganz, ganz fein ist, und Sand, der eben so bis 1-2 mm ist, dazwischen im Mikrometerbereich. Da haben wir den Schluffanteil, das ist so ein Material, was eben gerade so noch weggeblasen werden kann. Und sehr viel Schluff haben wir zum Beispiel in den fruchtbarsten Böden Deutschland, in der Magdeburger Börde. Das sind Böden, die zum Teil über 100 Bodenpunkte haben. Also 100 ist eigentlich das Maximum, aber dann hat man später gefunden, Mensch, da gibt es ja noch Böden, die sind noch besser, nämlich in der Magdeburger Börde. Also der hohe Schluffanteil, das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass das also eine Grundlage eines sehr, sehr fruchtbaren Bodens sein kann. Und dann ist Basalt, das sind ja auch dann diese extrem fruchtbaren tropischen Inseln, wenn da so ein Vulkan ausbricht und Basalt ausstößt und dann eine neue Vulkaninsel da ist und nach wenigen Jahren, Jahrzehnten ist sie mit dichtem Regenwald besiedelt, je nachdem wie schnell da die Natur, die Samen kommen und die Vögel. Aber
Selbst auf purem Basalt kann sich also wunderbarer, fruchtbarer Boden entwickeln. Und das Geheimnis ist eben, dass der Basalt einen großen, großen Anteil an Mineralien hat, also an diesen ganzen Nährelementen und Spurenelementen, die das Leben für seine Existenz braucht, die die Pflanzen brauchen. Da ist eben alles drin. Auch gar nicht so kleine Mengen an Phosphor und Kalium. Ich kann mal so ein bisschen vorlesen. Basalt. Also Basalt ist ein Vulkangestein, das heißt, gibt auch ein paar andere Theorien, aber eine Theorie ist, die herkömmlich ist, dass Basalt als Vulkangestein entsteht. Und ist es eben einen hohen Anteil basischer Mineralien hat. Es gibt andere Vulkangesteine, die nicht so einen hohen Anteil basischer Mineralien haben, aber Basalt, ganz typisch Meeresbodenbasalt, ne? Also fast der komplette Meeresboden auf der Welt besteht aus Basalt, weil der eben vulkanisch entstanden ist. Also das ist also ein typischer Herkunftsort von Basalt. Aber auch so, auch Vulkanausbrüche auf dem Land können zu Basalt führen. So, und der Schlüssel ist, warum es ein basisches Gestein ist, dass es nicht über 50% Siliziumoxid hat. Siliziumoxid, das Silizium und Oxid, die häufigsten Elemente in der Erdkruste, die machen hier nicht mehr als 50% aus, sondern wir haben einen hohen Anteil an basischen Mineralien. Also bei unserem Basaltgesteinsmehl, das hat 40%, ich runde mal so ein bisschen, 40% Silizium, 12% Tonerde, das ist Aluminiumoxid. Aluminium ist das dritthäufigste Metall in der Erdkruste, das nicht giftig ist, weil es ist gebunden als Oxid und als in dem Siliziumgitter. Dadurch ist das nicht giftig und nicht mobil und wird weder von den Pflanzen noch sonst wie aufgenommen. Völliger normaler Bestandteil jeder Erde, jedes Tons, jedes Sandes. Wir haben 12,1% Calciumoxid, richtige Mengen Calciumoxid. Wir haben 6,3% Magnesiumoxid. Also man kann auch sehr gut basische Mineralien, Kalzium, Magnesium, die Massenmineralien, wo man normalerweise für kalken muss, dass die auf den Boden kommen, kann man hier über Basaltgesteinsmehl erneuern im Boden. Aber es ist nicht so schnell verfügbar wie der normale Kalk. Basaltgesteinsmehl löst sich erst auf im Boden durch mikrobielle Aktivität und durch Pflanzenwurzeln. Und es hat eine höhere, also das ist wie Königswasser, es hat eine. Die Pflanzenwurzeln und die Mikroorganismen in der Kombination schaffen es tatsächlich, Mykorrhiza vor allen Dingen, schaffen es tatsächlich, Mineralien, Phosphor und Kalium und andere aus diesem Gesteinsgitter, Siliziumgitter rauszulösen. Dann haben wir Eisen, 17,5% Eisenoxid. Dann haben wir Natriumoxid, 2,8%. Phosphor, P2O5, 3,2%. Also schon richtig relevante Mengen Phosphor da drin, das ist nicht wenig, die dann auch tatsächlich zur Düngung beitragen. Vor einer Zeit war der Phosphorpreis als Dünger noch sehr hoch, der ist inzwischen wieder, hat sich etwas normalisiert. Aber zu dem Zeitpunkt war der Phosphoranteil in unserem Gesteinsmehl schon hoch genug, dass er das komplette Gesteinsmehl als Phosphordünger bezahlt. Dann ist alles andere schon umsonst. Ich versucht, Landwirte davon zu überzeugen, aber das war immer nicht so einfach. Aber egal, Phosphor. Also ein Nährstoff, wichtiger Nährstoff für die Pflanzen, der ist also in großen Mengen im Basaltgesteinsmehl enthalten. Mangan, Kalium auch 2,8%, also auch viel Kalium drin. Und dann Spurenelemente, Kupfer, Zink, Bor, Jod, Selen. Also man kann es sich kompliziert machen und ganz, ganz teure Bodenuntersuchungen machen und gucken, was genau fehlt denn nun meinem Boden, wenn man das in den Bodenuntersuchungen überhaupt rauskriegt. Weil Bodenuntersuchungen entsprechen nicht dem, was die Pflanze eigentlich aus dem Boden rausholen kann, sondern es ist eben das, was wir schnell rausgelöst kriegen in der Lösung aus dem Boden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Aber man kann entweder ganz teure Untersuchungen machen und dann ganz teure spezifische Spurenelemente kaufen, oder man düngt Gesteinsmehl, wo alles drin ist in der richtigen Zusammensetzung. Und dann entsprechend alle Spurenelemente wieder aufgefüllt werden können. Deswegen Gesteinsmehl sehr gut also für die Mikroorganismen im Boden, weil die oftmals spezifische Elemente brauchen, Molybdän und dergleichen, aber auch
interessant für zum Beispiel Leguminosen, Bohnen, Erbsen, Klee. Wachsen sehr gut und sehr viel besser auf mit Gesteinsmehl, mit Basaltgesteinsmehl gedüngten Böden, weil sie eben diese Spurenelemente brauchen. Diese Leguminosen haben ja Wurzelbakterien, Wurzelknöllchenbakterien, die ganz bestimmte Spurenelemente brauchen, damit sie diese Stickstoffbindung aus der Luft leisten können. Und da eben diese Spurenelemente kann dann entsprechend Gesteinsmehl zur Verfügung stellen. Ja, also das ein Grund war, und dann auch zum Beispiel so eine Sache wie Kleemüdigkeit, ne, dass dann ein Boden es nicht mehr schafft, Kleekrebs und Klee, dass man Krankheiten kriegt, wenn man mehr als ein paar Jahre Klee anbaut, ist auch ein typisches Zeichen dafür, dass solche Spurenelemente fehlen. Wenn man die mit Gesteinsmehl wieder reinbringt, dann hat man es da. So, das ist Basaltgesteinsmehl. Es gibt ein anderes basisches Gestein, das ist Diabas. Diabas, Basaltgesteinsmehl, ist vulkanisch entstanden. Diabas ist fast genauso zusammengesetzt, hat typischerweise nicht so viel Phosphor und Kalium, diese interessanten Pflanzennährstoffe in der Menge, aber ansonsten hat es einen hohen Anteil auch basischer Mineralien und ist aber als sogenanntes metamorphes Gestein, Tiefengestein entstanden. Was kleine Änderungen in der Zusammensetzung hat, die vielleicht noch nicht so relevant sind, aber eine interessante Änderung ist die, dass es paramagnetisch und diamagnetisch, also es ist diamagnetisch oder paramagnetisch sein kann. Und ich wurde tatsächlich mal gefragt von einem Kunden, ist denn Ihr Basalt paramagnetisch oder diamagnetisch? Und dann habe ich mich mal mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Und paramagnetisch heißt, Basalt ist paramagnetisch und verstärkt Magnetfelder. Also die Magnetfelder, die da sind, das Erdmagnetfeld und andere, werden von Basalt verstärkt. Während Diabas-Gesteinsmehl diamagnetisch ist, das heißt, Magnetfelder werden, also es entsteht ein eigenes Magnetfeld, was dagegen gerichtet ist, das heißt, das Magnetfeld wird abgeschwächt von Diabas. Und für bestimmte energetische Prozesse in der Pflanze, im Leben, scheint es ganz interessant zu sein, dass die Magnetfelder verstärkt werden. Ich habe gerade auch noch bei der Recherche noch mal einen Artikel drüber gestolpert, über, ich glaube, die heißen diese irischen Rundtürme. Es gibt so seltsame Türme auf Irland, wo kein Mensch weiß, warum man die baut. Die haben keine Öffnung, stehen da einfach so an bestimmten Orten in der Landschaft rum, so wie Kirchtürme so ungefähr, aber eben auch an anderen Orten und ja, keinen offensichtlichen Nutzen. Aber die Pflanzen in der Gegend dieser Türme sollen besser wachsen und diese Türme sind ganz wesentlich aus Basalt gebaut, was Magnetfelder verstärkt, sodass es eine Theorie ist, dass diese Türme zu verstärken bestimmte, also das jedenfalls eine der Effekte, die diese Türme haben, dass sie das Magnetfeld in der Umgegend verstärken und dadurch vielleicht bestimmte Einflüsse auf Mikroorganismen und Pflanzen haben. Okay, also Basalt ist paramagnetisch und unser Basalt natürlich auch paramagnetisch. Okay, es gibt aber Diabas, ganz die meisten Anbieter, die Gesteinsmehle anbieten, sogenanntes Urgesteinsmehl, sagt man auch dann. Sagt eigentlich nur, dass es eben Gesteins ist, was von lange her ist, aber da könnte ja jedes Gesteinsmehl sein. Aber meistens wird mit Urgesteinsmehl Diabas oder Basalt beschrieben. Wie gesagt, Basalt ist wahrscheinlich interessanter, hochwertiger für die Bodenentwicklung, weil es eben so paramagnetisch ist wie Diabas. Okay, die meisten anderen, eben Chiemgau, also Chiemgauer und wie heißt denn also in Süddeutschland gibt es mindestens ein Werk, was Gesteinsmehl wirklich nur für die Landwirtschaft, nur für den Garten und so produziert, was es Gestein also extra dafür bricht und produziert. Das meiste andere Gesteinsmehl kommt, also Basaltgesteinsmehl, Diabasgesteinsmehl in Deutschland. Es gibt ja hunderte Steinbrüche in Deutschland, die für Straßenbau und sonst was, vielleicht sogar tausende Gesteinsbrüche in Deutschland, die für Straßenbau und andere Baustoffe, sei es Bahn oder so, Bahndämme, Gesteinssplit, Gesteinsbruch, Gesteinssand produzieren.
Und da gibt es eben auch eine ganze Menge Basalt- und Diabasgesteinsbrüche. Und normalerweise produzieren die so viel an Gesteinsstaub, Gesteinsmehl, dass es für den Bedarf, zumindest den jetzigen Bedarf der Landwirtschaft, ausreicht. Aber wie gesagt, in Süddeutschland sind sie schon so weit, dass sie hochwertige Gesteinsmehle produzieren, nur aus eigenen Gesteinsbrüchen, nur für diesen Zweck, die dann natürlich wahrscheinlich etwas teurer sind, weil sie extra dafür betreiben werden. Was andere eigentlich Abfallstoff der normalen Steinbruchindustrie ist, wo das eben in Absauganlagen sowieso anfällt. Und wenn sie es nicht verkaufen würden, müssten sie es verklappen, wobei das je nach Steinbruch verschieden ist, je nachdem, was sie da so für Materialien haben. Ganz viel geht auch in den Straßenbau. Es gibt, wenn ich jetzt schon dabei bin, es gibt Gesteinsmehl und Gesteinssand. Wir haben nur das Gesteinsmehl, dieses feine, was man wegblasen kann mit dem hohen Schluffanteil bis 0,1 mm. Aber die Steinbrüche bieten auch Gesteinssand an. Und das besteht so ungefähr zur Hälfte aus Gesteinsmehl und zur Hälfte aus gröberen Anteil, so bis 1-2 mm. Und das Material, während man das Gesteinsmehl ganz schwer transportieren kann, da braucht man Spezial-LKWs, es muss geblasen werden, es muss im Silo gelagert werden. Das macht es relativ aufwendig, das zu liefern. Also der Stoff selber ist relativ günstig, aber eben die ganze Logistik, die dahinter steckt, das ist aufwendiger. Während das Gesteinssand interessant ist, weil es mit einem normalen Kipper-LKW kommen kann, weil man mit einem normalen Düngerstreuer ausbringen kann auf dem Acker, wenn man zum Beispiel direkt ausbringen möchte, weil es auch einfach mal so nass werden kann und gelagert werden kann, ohne dass es gleich klumpt. Wenn das hier nass wird, dann haben sie aber einen fetten Klumpen in der Hand, den sie nicht mehr verarbeiten können. Von daher, für einige Landwirte kann es sinnvoll sein, wenn sie das verwenden wollen, Gesteinsmehl, dass sie da Gesteinssand nehmen. Und der Gesteinssand wirkt auf dem Boden genauso gut und auch diese 1-2 mm großen Bröckchen, auch die zersetzen sich mit der Zeit eben über die Pflanzenwurzeln, weil die Bröckchen sicherlich Jahre, Jahrzehnte brauchen. Das Gesteinsmehl, da würde ich mal schätzen, da brauchen wir so zwischen 1 und 5 Jahre, bis da sich die Mineralien zu gutem Teil rausgelöst haben. Bei einem Gesteinssand dauert das dank der Bröckchen dann sicherlich 10 Jahre und mehr, bis da der größte Anteil sich zersetzt hat. Aber Basalt zersetzt sich gar nicht, also das ist zersetzt sich relativ schnell. Dadurch, dass die Pflanzen halt an den Mineralien ranfallen und das Siliziumgitter nicht so stark ist, dadurch kann sich da das zersetzt sich vergleichsweise schnell im Vergleich zu Granit oder Sand oder Ton oder so. Ne? Okay, das sind ein paar Hintergründe zu Basaltgesteins. Ich habe schon gesagt, wie unser Basaltgestein zusammengesetzt ist, und das ist so eine Analyse, dass ist eine Analyse aus, wo das Gesteinsmehl komplett, wie machen die denn das genau? Also das wird in so einer sehr, sehr heißen Flamme quasi vergast, und dabei kann man dann entsprechend den Anteil der Elemente bestimmen und dann hat man die Prozente, aber wirklich die 100% Zusammensetzung so ungefähr der Gesteinsmehl. Während es Analysen gibt, die dann für die Landwirtschaft gemacht werden müssen und die ich auch hier draufschreiben musste auf mein Etikett, obwohl die ja eigentlich albern sind, sag ich mal. Aber dass die offizielle Etikettierregeln für Bodenhilfstoffe ist ein Graus. Kein Kunde versteht das. Kein Kunde braucht das, oder es ist sogar eine, wie soll man sagen, eine Falschdarstellung im Grunde für die Kunden. Aber der Gesetzgeber hat das so vorgesehen. Oder können Sie erstmal einen Experten fragen, was man denn da nur raufschreiben muss. Da kostet das gleich wieder Geld und der Labor kostet Geld und was weiß ich nicht alles. Egal. Nachdem enthält unser Gesteinsmehl 3,1% Calciumoxid, 0,8% Kaliumoxid, 0,8% Phosphor, 5% Magnesium und so weiter. Also da sind die Gehalte dann etwas geringer und ist entsprechend auch frei von den Giftstoffen, die man da auch noch getestet hat. Ja, also das sind diese Werte, die hier drauf stehen. Das entspricht aber nicht den tatsächlichen Zusammensetzungen, sondern nur wie mit einem bestimmten Königswasseraufschluss, die also bestimmt versucht, da was rauszulösen, was sie da entsprechend haben rauslösen können. Im Boden passiert das ja noch über viele Jahre und Jahrzehnte, da löst sich im Grunde der Stein dann völlig auf. Okay.
Das Basaltgesteinsmehl, weil es so gut ist, ist es auch Teil unserer Triaterra-Streu. Es hat eben diese Mineralien, das habe ich schon gesagt, die interessante. Es hat diese Struktur, den Schluff, der gut ist für fruchtbare Böden. Aber es hat eben auch diese große Oberfläche. Die Oberfläche von Zeolit und Bentonit ist größer, aber es hat eine große Oberfläche, eine Siliziumoberfläche, die negativ geladen ist. Also hat es auch diese Effekte, dass es Wasser bindet, Nährstoffe bindet, Lebensraum für Mikroorganismen ist, die Bodenstruktur eben dadurch verbessert. Deswegen machen wir das in unserer Triaterra-Streu. Und wenn Sie selber so eine Triaterra-Streu-Mischung machen wollen, unsere Triaterra-Streu ist eine Mischung aus Holzkohle, Gesteinsmehlen, Zeolit, Basaltgesteinsmehl, EM-Keramikpulver und EMA, Triateraktiv. Wenn Sie selber so eine einfache Triaterra-Streu machen wollen, dann ein ganz simples Rezept. 40 Liter Pflanzenkohle bei uns, 25 Euro, 12 Kilo Basaltgesteinsmehl, 12 Euro, 5 Liter Triateraktiv, die Flüssigkeit, die Mikroorganismen, 13,50, alles zusammen. Moment, da sind wir bei 50 Euro ungefähr und da kriegen Sie für 50 Liter eine Art Triaterra schon ungefähr halb so teuer, wie wenn wir Ihnen die Triaterra fertig verkaufen. Und ich würde im Boden, wenn ich jetzt frage, soll ich Zeolit nehmen oder soll ich Basaltgesteinsmehl nehmen, würde ich immer Basaltgesteinsmehl nehmen. Erstens ist es billiger und zweitens hat es eben diese Mineralien drin, die sind im Zeolit nicht drin. Zeolit hat ganz wenig Mineralien, aber ist vor allen Dingen Siliziumoxid, hat eine große Oberfläche, aber es hat wenig Mineralien. Basaltgesteinsmehl, die Oberfläche ist etwas geringer, aber es hat ganz viel von diesen ganz wichtigen basischen Mineralien, die zur Pflanzenernährung beitragen, beziehungsweise Spurenelemente, die für das Bodenleben ganz wichtig sind. Wie wendet man Basaltgesteinsmehl an? Wie gesagt, es hilft bei der Bodenverbesserung, es ist eine Mineralienversorgung. Bestimmte Pflanzen, bestimmte Mikroorganismen im Boden sind darauf angewiesen, dass sie gute Spurenelemente versorgen haben. Es hilft auch gegen Pilze, Pilzprophylaxe. Pflanzen, die gut versorgt sind mit basischen Mineralien, sind widerstandsfähiger gegen Pilze, weil Pilze auf den Blättern und so weiter oftmals sauren pH-Wert mögen. Und wenn man entsprechend einen gut mit basischen Mineralien versorgten Boden hat, kann die Pflanze die entsprechend aufnehmen, kann selber einen basischen pH-Wert auf ihren Blättern herstellen und ist dann widerstandsfähiger gegen Pilze, also als Pilzprophylaxe. Deswegen hat sich Basaltgesteinsmehl auch sehr gut bewährt im Hopfenanbau, der ja sehr stark Hopfen für Bier, Spezialprodukt, was sehr pilzanfällig ist, wo Qualitäten nach Pilzkontamination bezahlt werden. Und da ist Basaltgesteinsmehl ein wunderbarer Bodenverbesserer, der Pilzdruck vermindert und dadurch die Hopfenqualität deutlich steigert. Die Lamsbräu-Brauerei hat da entsprechende Projekte gemacht und extra Anbauer dafür unter Vertrag genommen. Auch Getreide für Bier wird entsprechend mit Gesteinsmehl angebaut, mit dem gleichen Effekt, dass dort die Qualitäten besser werden und die Pilzdruck abnimmt. Okay, ideal ist die Anwendung über Kompost, Mist oder Gülle. Oder zum Beispiel im Stall ausstreuen. Also wenn man es mit organischem Material zusammen macht, so pur auf die Erde geht auch. Man kann einfach 100 Gramm bis 500 Gramm je Quadratmeter im Jahr ausbringen. Im ersten Jahr würde man bis zu 500 Gramm pro Quadratmeter ausbringen, 5 Tonnen auf dem Hektar. In den Folgejahren reichen eigentlich 100 Gramm je Quadratmeter aus, 100, 200 Gramm je Quadratmeter aus, um das Level zu halten. Und ideal ist es, wenn das aber mit Kompost, mit Mist oder Gülle reinkommt, weil sich dann die Gesteinsmehl, die Oberflächen schon vollsaugen können mit wertvollen Pflanzennährstoffen, mit Stickstoff, mit Mikroorganismen besiedeln können. Das ist ähnlich wie bei der Kohle. Also wenn diese Gesteinsmehl schon aktiviert ist, dann hat es dann ist die Nährstoffe schneller verfügbar und dann wird es im Boden schneller umgesetzt, ist schneller wirksam fürs Bodenleben und für die Pflanzen. Deswegen also möglichst gleich, wenn man den Kompost aufsetzt, Gartenabfälle, Küchenabfälle rauf macht, immer auch ein bisschen Gesteinsmehl rauf, beziehungsweise Mischung aus Pflanzenkohle, Gesteinsmehl und EM. Das gleiche im Mist. Da kann man sogar schon als Stallausstreu nehmen. Das bindet die Gerüche im Stall, macht eine bessere Mikrobiologie im Stall, hat man bessere Luft. Die Tiere haben weniger Druck mit
zum Beispiel Klauenkrankheiten und die das Gesteinsmehl wird da schon ideal aufgeladen mit Nährstoffen und Mikroorganismen. Mist, und wir reden hier von ungefähr 10 bis 30 Kilogramm Gesteinsmehl pro Kubikmeter Mist oder Kompost. Das ist so eine typische Größe. 10 bis 30 Kilogramm. 10 Kilogramm reicht normalerweise auch, 20 Kilogramm kann man ruhig machen. 30 Kilogramm ist schon gut. Also man kann auch in purem Gesteinsmehl anbauen. Ich habe ja gesagt, diese tropischen Inseln, wo das Leben explodiert, die aus reinem Basalt bestehen, das geht auch, aber wenn sie 10, 20 Kilogramm erreichen pro Kubikmeter Kompost, sind sie schon gut. Okay, dann haben wir Güllebehandlung. Güllebehandlung ist nochmal ein ganz spannendes Thema für Landwirte, weil der Gülle ja oftmals viel Ammoniak verliert, ein Geruchsproblem ist und auch schwierig zu pumpen ist, dass es erst stark aufgerührt werden muss und so weiter. Und wenn man dort, also wir bieten eine kombinierte Güllebehandlung an, wo wir nicht nur Gesteinsmehl machen typischerweise, sondern eventuell noch Pflanzenkohle, auf jeden Fall noch ein bisschen EM mit rein oder eben den Graviton Jet mit rein. Aber man kann auch Güllebehandlung mit Gesteinsmehl wird, das war das erste, was man gemacht hat, macht man schon seit Jahrzehnten, 40 Jahre und mehr, macht man Güllebehandlung mit Gesteinsmehl. Viel länger als alles andere, also da weiß man genau, wie es funktioniert, hat das Jahrzehnte durch. Und man kann tatsächlich mit 10 bis 20 Kilogramm Gesteinsmehl für Schweinegülle bis zu 30 Kilogramm Gesteinsmehl für Rindergülle, wenn man das einrührt, da kommt der LKW mit dem Schlauch, der Silo-LKW mit dem Schlauch direkt ans Güllefass, an den Güllerührer ran, Güllerührer samt Schlauch in den Gülle rein, der rührt die Gülle in einer Dreiviertelstunde. In einer halben Stunde, dreiviertel Stunde rührt er das Gesteinsmehl komplett rein in die Gülle. Man sieht dann, wie schön die Blasen rauskommen und das vermischt sich wunderbar. Sinkt nicht zu Boden, weil die Feststoffe in der Gülle das anhaftet und dadurch das nicht zu Boden sinkt. Deswegen diese Begrenzung bei der Menge. Schweinegülle ist flüssiger, hat weniger Feststoffe, deswegen da nur bis 20 Kilogramm. Rindergülle hat mehr Feststoffe, da kann man bis 30 Kilogramm gehen. Ist der ideale Weg, um das auszubringen. Keine weiteren Kosten. Man hat die Spurenelemente, man hat die basischen Mineralien. Man bindet zusätzlich Stickstoff in der Gülle, der sonst verloren geht als Ammoniak. Und man regt die Mikrobiologie in der Gülle so an, dass es weniger Sinkschichten gibt, keine Schwimmschichten gibt. Dass es also leicht pumpbar und rührbar ist. Und dass die Gülle nicht eine faulende Mikrobiologie hat, sondern eine fermentierende bekommt. Allein Gesteinsmehl hat schon diesen Effekt. Und dann entsprechend die Pflanzen davon auch nicht verbrannt werden, sondern das so abperlt von den Pflanzen. Und dadurch, also das ist eine wunderbare Variante, Güllebehandlung mit Gesteinsmehl. Weiß ich nicht, warum das nicht jeder Bauer inzwischen schon macht. Ist günstig, viel günstiger als Pflanzenkohle, die ja in der Herstellung viel aufwendiger ist. Und es bringt diese Spurenelemente, Kalium, Phosphor, in großen Mengen auch und Calcium, Magnesium auf dem Acker. Also man muss nicht mehr oder weniger kalken. Man hat schon die Kalium- und Phosphordüngung und man hat all diese Zusatzeffekte. Also das rechnet sich fünffach, ohne mit der Wimper zu zucken. Trotzdem wird es relativ wenig gemacht, zumindest hier in Norddeutschland. Das wäre eigentlich, sage ich mal, das lohnt sich so doll, das wäre eigentlich Pflicht für jeden Landwirt, dass er seine Gülle schön immer fett auflädt mit Gesteinsmehl. Bevor er das ausbringt. Möglichst ein paar Tage, Wochen, bevor er das ausbringt. Ja, wenn man Basaltgesteinsmehl trocken um Pflanzen, wenn man so einen Ring macht um Pflanzen, zum Beispiel um Jungpflanzen, trocken das hat, dann kommen da auch Schnecken nicht rüber. Das heißt, die würden schon rüberkommen, aber sie mögen es nicht, weil sie eben keine richtige schöne Schleimspur auf dem Gesteinsmehl machen können. Dann drehen die wieder um und gehen in die andere Richtung. Also es vergiftet die Schnecken nicht, sondern es verhindert, dass sie da drüber schleimen. Also eine Möglichkeit, um seine Jungpflanzen vor Schnecken zu schützen, ist, dass man da so einen Ring aus Gesteinsmehl drum macht, beziehungsweise die gut mit Gesteinsmehl bestäubt. Ja, Gesteinsmehlbestäubung auch gut gegen Pilze und andere Schadinsekten. Und Gesteinsmehl ist ansonsten, also es hat viele Anwendungen, aber die wichtigste ist eben, dass es diese Mineralien, diese Spurenelemente mitbringt, die einen Boden wieder auffrischen können, wenn wir eben an bestimmten Elementen da verarmt sind.
Und er hat wirklich alles drin, das heißt, man muss nicht nachdenken. Basaltgesteinsmehl hat wirklich alles drin und es hat eben aber auch richtig Mengen an wichtigen Mengen, Mineralien wie Calcium, Magnesium, Phosphor, Kali, die man sonst im Boden aufdüngen müsste. Die bringt das eben frisch mit und die werden über Jahre, über mehrere Jahre werden die langsam frei. Also es ist nicht so ein Sofortdünger, ich schmeiß das rauf und die Pflanze wird grün und fängt an zu wachsen. Nein, es braucht ein paar Jahre und intensive Belebung, Bodenleben und eben am besten das Mischen mit Kompost und Mist oder Gülle, dass es gut funktioniert. Dadurch kann man sich aber eine ganze Menge andere Sachen sparen. Und vielleicht sogar noch ein interessanter magischer Zusatzeffekt mit diesen paramagnetischen Eigenschaften von Gesteinsmehl, dass es das Magnetfeld verstärkt und dadurch Pflanzenwachstum und Mikroorganismenaktivität fördert. Okay, das ist unser Gesteinsmehl. Ich denke, ein super Angebot für Landwirte. Für Landwirte in LKW-Weise 25 Tonnen passen da rein. Kann man gut in 1000 Kubikmeter Gülle unterbringen. Aber ansonsten für den kleinen Bedarf 6 Kilo, 8 Euro im Eimer. 12 Kilo, 12 Euro in der Tüte. Und wie gesagt, wenn Sie typischerweise ja bei uns über 40 Euro bestellen, dann kommt das versandkostenfrei zu Ihnen. Ich glaube, damit sind wir fast die günstigsten Anbieter auf dem deutschen Markt. Auf jeden Fall, also mit den Versandkosten dann, dadurch, dass wir die da schon mit reinkalkuliert haben. Und wie gesagt, höchste Qualität. Herzlichen Dank. Bis nächste Woche.